Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hearthstone Heroes of Warcraft. Ich bin's wieder, der Brandon von pvplay.de und ich begrüße euch zu einer neuen, zu einer neuen Folge. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt wieder los. Beim letzten Mal hat es gut geklappt mit dem Paladin, den nehmen wir jetzt auch wieder. Und bestimmt ist einfach ein gerettetes Spiel. Komm, was soll das denn? Was soll der Geiz? Mal gucken, vielleicht haben wir eine Chance. Und vielleicht kriegen wir auch überhaupt einen Gegner. Es ist nämlich schon was später. Es ist 20 vor 12. Und ich hoffe, dass wir da noch jemanden kriegen. Ja, da haben wir schon jemanden. Sehr schön. Uta gegen endlich Jaina. Mal der Magier. Hey. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Letzter Teil, also die letzten Duelle hat man immer gegen Magier, ne? Furchtbar eigentlich. Kriegsgott im Tausch mal. Der bringt mir an der Stelle nicht viel. Ja, da ist die Blutelfenkriegerin schon besser. Das stellt nur Leben. Ihr könnt nicht vorbei. Oh, Schildträger. Nicht schlecht. Gute Karte. 4 Leben. Zwar kein Angriff, aber Spott. Oh, jetzt hab ich den Kriegsgott schon wieder, ey. Ja, ich kann leider nichts machen. Ich hab leider nichts. Nichts zu spielen da. Immer Magier, ey. Furchtbar. Mal lieber als Priester, aber. Naja. Okay, spielen halt, denke ich, viele weiter einfach, ne? Weil, ja, bietet sich an. So. Da haben wir auch schon mal ein Monster auf dem Feld, das war schon mal was. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Die Blutelfenklerikerin, wie schön. Das ist aber jetzt wirklich, wirklich ein feiner Zug. Die spielt nämlich jetzt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Oh Mann. Grandios. Ja, ich greife den natürlich an. Das ist ja wohl klar. Mal schauen, wohin das noch führt. Für den König. Okay, Ritter von Sturmwind. Mhm. Du kannst mit dem. Genau. Ich gebe den Gegnern ja gerne Tipps. Okay. Aber das Geheimnis kostet mich natürlich auch Punkte. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht spielen. Das Dingo! Ja! Ich spiele jetzt erstmal den. Vorwärts! 3 Schaden macht die. Wieso? Achso, ich kann den nicht angreifen. Ja, genau. Ich greife natürlich den jetzt mit Spott an. Der muss weg. So. Was soll der ja jetzt? Okay. Ist der weg? Der Spottowitz. Was macht er jetzt? Nicht genug Kristalle, oder? Doch. Wutanfall plus 5 Angriff. Okay, das könnte gefährlich werden, aber. Den hau ich doch direkt raus. Komisch. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen das war's. Damit müssen wir einfach bedient sein. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So, was macht er jetzt? Schaden, okay. Mal Schaden auf den Helden direkt. Mhm.
So. Jetzt spielen wir erstmal den. Das Dingo! Ja! Und dann würde ich sagen, spiele ich einmal den Segen der Macht. Und weil ich den Kristall über, spiele ich das Geheimnis auch noch. Der hier gehört mir. Das war's. Und dann greife ich ihn natürlich direkt an, weil das macht jetzt am meisten Sinn einfach. Muss ich auch mal klar sagen. So. Was kommt jetzt? Der hat natürlich nur 4 Lebenspunkte, der ist ruckzuck weg. Der könnte ihn jetzt theoretisch schon platt machen. Du musst mit dem Feuerball nicht den Spottmann angreifen. Ah, da, genau, der ist ja klar, der kann den gar nicht platt machen, weil er den Spotttypen angreifen muss. Ja. Okay. Kriegsgolem eine Möglichkeit. Ich glaube, ich werde es aber anders machen. Ich werde den spielen. Helmich zum Dienst. Und dann der Forstwolf-Clan ist bereit. Genau. Der hier gehört mir. Und dann die 7 Punkte nicht hier in den Magma-Büterik stecken, weil der hat nur, selber nur ein Leben. Sondern stattdessen auf den Helden natürlich direkt. Denn da verursache ich jetzt am meisten Schaden mit den 7 Angriffspunkten, die er hat. Ja, mit dem Pala kann man schön kombinieren. Das gefällt mir. Ja, kann man natürlich auch machen. Jetzt bin ich gespannt, was er noch macht. Zieh 2 Karten. Okay. Sieht so dünn aus. 16, 19. Das Licht beschützt mich. Oh, Gottes Schild. Gottes Schild ist natürlich mies. Mhm. Der hier gehört mir. Das war's. Tja, ich bin gespannt, was er da jetzt noch entgegenzusetzen hat. 4 Punkte hat er noch, ich habe noch 18, ich kann mich noch heilen. Er kann jetzt eigentlich nur Sportkarten spielen, ja genau. Das ist das Sinnvollste, was er jetzt tun kann. Wie ich finde, ein kleiner Fehler, den er macht, der greift mich die ganze Zeit nur direkt an. Versucht mich jetzt mit aller Möglichkeit hier rauszuhauen. Was ihr wolle! Ja, für dafür reicht es leider nicht mehr. Aber den kann ich noch einmal rufen. Ja, genau. Der hier gehört mir. Der gehört den an. Jetzt kann ich ihn leider nicht direkt angreifen, aber da ist ja nicht mehr viel zu holen. Er müsste mir jetzt 20 Punkte Schaden zufügen. Mhm. Zieht eine Karte, wenn er stirbt. Ja, gut. Oh! Das ist eine gute Karte. Unerwartete Wendung. Nicht schlecht. Hm? Das war nicht. War nicht, gar nicht schlecht. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das muss man ihm lassen. Einsatz bereit! Melde mich zum Dienst.
So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich meinem Soldaten Gottesschild gegeben. Meinem Spottsoldaten, den er angreifen muss. Das heißt, der erste Schaden ist auch egal. Ja, wenigstens. Das, und das rechne ich ihm hoch an, hat er die Eier, hier das Duell zu Ende zu spielen. Auch wenn es jetzt für ihn relativ aussichtslos aussieht. Also ich meine, einen Punkt. Wie will der das jetzt noch rumreißen? Melde mich zum Dienst. Der hier gehört mir. Ich spiele das natürlich trotzdem zu Ende und genieße diesen Sieg gegen Kordros. Er hat trotzdem gut gespielt, also die Frostnova, muss ich sagen. Die Frostnova hat mich nochmal gekriegt. Ich hatte kurz an eine verheerende Wende gedacht. Aber ihr seht, mein Feld war mit 7 Kämpfern gut bedeckt. Auch wenn es schwache Kämpfer sind. Also da kam noch einiges rum. Und wir sind fast Level 5. So, fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Weil, nicht schlecht. Die kann man vielleicht brauchen. So, aber ich würde sagen, anstatt was wir noch ein Duell machen, gehen wir lieber nochmal ins Deckbaumenü. Denn, so viel Zeit ist auf meiner Uhr auch nicht mehr. Und dann gucke ich doch mal lieber hier, was ich jetzt hier noch machen kann. Druide ist natürlich für mich interessant. Paladin. Wenn ihr einen Feind ruft ihr einen Wenn ein Feind angreift, ruft ihr einen Verteidiger 2-1 als neues Ziel herbei. Aha, Heldenopfer. Klingt gut. Sollte ich einbauen? Zum Beispiel. Ja, ich habe nicht so viele Level 1er Monster, ne? Aber das Heldenopfer klingt doch für mich schon ziemlich. Das klingt nach einer guten Karte für mich, auf jeden Fall. Gerechtigkeit des Lichts hat keine sonstige Fähigkeit. Wie stark ist denn die Karte? Kann ich mal sehen? Ich muss mal. Da. 1 und 4 Rüstung, okay. Würde ich eine auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Und dafür einen Echtsilber-Champion mit dazu packen. Ja, die Weihe ist natürlich auch nicht schlecht. Allen Feinden 2 Schaden zufügen. Mhm. Kann von Vorteil sein. So ein bisschen wie dieser, wie die arkane Explosion von Magier, ne? Den habe ich lieb gewonnen hier. Den sollte ich vielleicht auch mal gucken, ob ich den nicht nochmal in das Deck packe. Das wäre vielleicht eine gute Maßnahme. Vielleicht hier den... einen von den Grizzlies mal raus. Ich habe ein neues Monster auf, habe ich gesehen. Ach, den verrückten Bomber, ja, den habe ich ja schon. Und den hier nochmal rein. Weil der mit dem, in Verbindung mit dem Paladin kann das eine sehr starke Karte werden. Gerade auch mit Segen der Macht natürlich. Ja, die Weihe habe ich jetzt auch gar keinen Platz mehr für. Ich wüsste jetzt auch so spontan nicht, was ich rausnehmen wollen würde. Weil die Monsterkarte möchte ich eigentlich behalten. Ich gehe halt auf viele Monster, damit hier entsprechend dann mein... Wo ist er? Mein Frostwolf-Kriegsfürst stark wird. Oder damit hier viele von diesen Bonus profitieren. Ja. Ansonsten, was hat man denn sonst noch an Level 1 an? Bei Level 1 Monster habe ich eigentlich nur den Fußsoldaten. Das ist das einzige Monster, was ich Level 1, Kristall 1, einen Mana-Kosten habe. Ja, da ist es ja schon. Da sind ja schon 2, ja. Ja, nee, da würde ich aber auch keinen von reinsetzen sonst. Okay. Da würde ich sagen, sind wir noch hier erstmal soweit durch. Gehen wir zurück. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder Hearthstone spielen. Also, bis dahin. Euer Brennen. Tschüss.